Mal gucken. Aber wie gesagt, die ersten Angebote wurden nicht sehr gut aufgenommen oder wahrgenommen. Und deswegen habe ich da jetzt auch nicht vor, einen Fokus drauf zu legen. Aber mich persönlich interessiert es. Das auf jeden Fall. Ich finde es cool. Es ist auch so eine coole Welt. Und dadurch, dass das ja eben auch ein relativ altes Pen-and-Paper-Spiel ist, mit vielen Büchern, ist ja die Welt auch schon sehr komplex und gut ausgebaut. Insofern. Hab lange nicht mehr so gern Texte in einem Spiel gelesen. Ja, also ich finde es eben auch, die Welt hat halt einfach auch so eine gute Immersion, finde ich. Also bei mir funktioniert das total gut. Mich saugt das Spiel wirklich voll in diese Welt. Und da macht es auch Spaß, mehr drüber zu erfahren, mir. Aber ich muss sagen, das Einzige, also ich bin von dem Spiel wirklich begeistert in vielerlei Hinsicht. Das Einzige, was mir an Cyberpunk nicht so gut gefällt, wie jetzt an Witcher 3, sind die ganzen vielen Nebenmissionen. Die sind irgendwie nicht mehr ganz so schön wie in Witcher 3. In Witcher 3 war ja wirklich fast jede Nebenmission eine eigene, echt coole Geschichte. Ne? Wirklich so ne, besser als die meisten Hauptstories in anderen Spielen eigentlich. Zumindest viele. Es gab natürlich in Witcher 3 auch viele Geh da hin und hau das kaputt Missionen, aber oft waren die einfach in so eine schöne Story eingeflochten, dass es immer wieder Spaß gemacht hat. Und das macht Cyberpunk 77 nicht mehr so gut, 2077. Da gibt ganz viele Missionen, die einfach wirklich nur hier, da stehen wieder ein paar Böse, die haben wieder irgendwelche Leute umgebracht. Geh mal dahin und hau die. Und dann findet man dann schon irgendwie einen Zettel, der so ein bisschen erklärt, was hier los war. Aber meistens ist es dann nur so ein: Hey, hier, ich bin der Auftraggeber und sag dir, Gang, du sollst jetzt mal dahin gehen und die aufmischen, weil die hier Drogen verkaufen und das ist mein Gebiet. Und das ist dann so die ganze Backstory. Das ist nicht mehr ganz so schön gemacht. Dafür ist die Hauptstory und die Hauptmissionen und die ganze Welt umso schöner. Also ich weiß nicht, ich würde nicht sagen besser als in Witcher 3, aber eben genauso gut, wie man das erwartet hätte auch. Ja, vielleicht fehlt einfach so ein bisschen teilweise mir, dass man, weil in Witcher 3 hat man halt immer noch Dialoge mit den Auftraggebern geführt. Und mit den. Das stimmt, man kann sehr viel weniger Missionen, vielleicht liegt es daran, man kann sehr viel weniger Missionen durch Dialoge lösen. Man kann schleichen, man kann schießen, man kann hacken. Ne, da gibt es schon viele Möglichkeiten, wie man das Spiel löst. Aber es gibt selten Missionen, von diesen Nebenmissionen zumindest, die man wirklich mit Dialogen lösen kann. Schon auch, aber in der Regel muss man schon irgendwie mindestens an Leuten vorbeischleichen oder eben alle erschießen oder irgendwas hacken oder, ne? Es ist schon meistens so ein Konflikt, ein Gameplay-Konflikt. Vielleicht liegt es daran, dass mir die Geschichten nicht mehr so gut vorkommen, weil ich mit Geralt halt schon meistens versucht habe, immer möglichst gewaltlos und konfliktlos rauszukommen. Dafür muss ich aber auch sagen, ich habe ja Witcher 3 viel kritisiert fürs Gameplay, beziehungsweise für auch das Kampfsystem. Das Kampfsystem finde ich jetzt nicht furchtbar oder so, aber es ist halt einfach auch nicht gut, fand ich immer. Und das macht Cyberpunk besser. Cyberpunk macht auch echt als Spiel Spaß und auch die Progression macht mir mehr Spaß als bei Witcher. Also ich finde, es ist ein besseres Rollenspiel auf jeden Fall. Auch wenn. Ich gerne mehr durch Dialoge lösen könnte. Aber es ist ein besseres Rollenspiel und hat unterhaltsameres Gameplay, finde ich. Gerade der Kampf, der Schwertkampf mit Geralt war halt schon ein bisschen. Naja. Hat seinen Zweck erfüllt. Aber ist vielleicht auch Geschmackssache. Jo, mach's gut, der Doc. Schönen Abend noch.
Die Missionen von der Polizei sind alles random Schießereien. Aber die Missionen von den Fixern haben verschiedene Möglichkeiten. Das stimmt, aber wie gesagt, selten, dass man mit irgendjemandem wirklich das durch Dialoge lösen kann. Oder ich hack viel zu früh, kann auch sein. Echt? Also wirklich, da habe ich ganz andere Erfahrungen gemacht mit den Fixer-Missionen. Ich hatte das Gefühl, dass die Fixer-Missionen eigentlich nur daraus bestehen, dass man halt alle erschießt oder alle hackt, weil es sind ja auch immer irgendwie krasse Gangs, die wieder irgendwelche Leute entführt haben oder so. Und dann bringt man alle um, also das ist meine Herangehensweise. Und dann rette ich die Geisel. Dass ich da jetzt mit jemandem hätte reden können, das war eher die Ausnahme. Aber wie gesagt, vielleicht ist es ja tatsächlich so, dass ich zu schnell in die Offensive gehe und vielleicht gäbe es sowas wie Dialogmöglichkeiten. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht. Wenn die mich sehen, greifen die mich an. Und deswegen hacke ich vorher deren Köpfe kaputt. Die Skarven. Gefundene handschriftliche Anweisungen. Was? Bei Skarven? Wer ist denn Skarven? Ist das der Bunker hier? Wahrscheinlich. Bericht über feindliche Taktiken. Wir wurden von diesen Dingen in der Nähe der Kirche um 13 Uhr überfallen. Es war ein Schwarm kleiner Maschinen, so groß wie eine große Ratte. Sie krabbeln auf dem Boden herum, können sich durch alle möglichen Öffnungen in Gebäude schleichen und springen einen pausenlos an. Ja, die sind so nervig. Sie sind nicht nur sehr stabil, naja, gut. Man muss sie nur treffen, dann explodieren sie eigentlich eh sofort. Wir haben es geschafft, ein paar von ihnen zu erledigen, bevor wir uns zurückziehen mussten. Es ist jedoch schwer, eine klare Schusslinie zu bekommen. Empfehlen das Verwenden von Nahkampfwaffen mit großer Streuung. Möglicherweise Vogeldunstmunition. Vogeldunstmunition. Aber eine Nahkampfwaffe wäre für die tatsächlich eine gute Idee. Das stimmt. Aber andererseits... Mein Gott, warum habe ich eigentlich nur noch... Habe ich wirklich schon 100 Schuss Pistole wieder verschossen? Das geht so schnell. Vogeldunst, Attacke! Es geht schon schnell, ne? Gleich ist wieder ein Magazin weg. Mit den kleinen Spinnenkerlen. Ah, die sind aber auch lästig. Wo ist Auto-Aim, wenn man es braucht? Also, die Fixerin aus Watson sagt ja meistens sogar, man soll die Ziele nicht umbringen. Sondern lieber versuchen mit denen entweder... Ja, schon. Aber das, da kann ich mich jetzt ehrlich gesagt nur an die... Ich will, also ich versuche nichts zu spoilen, deswegen bleibe ich vage. Aber da kann ich mich eigentlich nur an die... Polizistin erinnern. Leverera full rapport på nämnda fientliga maskiner. Major Lindgren, bekräfta kontakt, komm. Bekräfta kontakt. Aber ich sage ja, es stört mich gar nicht. Weil mir eben das Gameplay echt viel Spaß macht. Aber wenn es möglich wäre, würde ich mehr reden und verhandeln. Aber das ist es oft auf jeden Fall. Also oft ist es das auf jeden Fall nicht. Ich meine, vielleicht, ne, ich habe ja auch nur jetzt 10, vielleicht 20 Stunden gespielt. Ich kann es nicht genau sagen. Irgendwie sowas um den Dreh. Kann sein, dass in der Zeit ich halt ne ganz andere Erfahrung gemacht hat als ein anderer. Die Map ist halt riesig und man kann echt viel machen. Vielleicht habe ich genau immer die Fixer-Mission bekommen, wo man sich reinschleichen oder schießen muss. Aber, ja genau, das war auf jeden Fall meine Erfahrung, dass es sehr viel offensiver ist alles als Witcher 3. Okay, die Mission haben wir erledigt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, was die Mission war. Destroy everything. Ja, weil vorher noch jemand meinte, es könnte eintönig werden. Ich habe jetzt diesen Landstrich hier erkundet und das ist die ganze Map. Das, ne, ich glaube nicht, dass das Spiel so lange interessant bleiben kann hier, um alles zu erkunden.
Aber gut, gehen wir mal zu den anderen beiden Landstrichen, Zipfeln. Und ich werde vielleicht einfach. Na, ich bin mir auch nicht sicher. Ich werde vielleicht einfach weinen, wenn wir jetzt dann sterben, weil wir keine Heilung mehr haben. Das ist eine gute Idee. Ich muss mir echt neue Strategien überlegen. Am Anfang wird man, glaube ich, ein bisschen verwöhnt mit Items und dann hinten raus. Oder was heißt hinten raus? Aber jetzt, da ist gefühlt die Schonfrist vorbei und das Spiel sagt, na, jetzt musst du schon mal ein bisschen was tun hier für deine Erfahrungspunkte. Und ich so, ach, muss das sein? Kann ich nicht weiterhin voll überpowered sein und viel zu viel Heilung kriegen? Und das Spiel so, nö. Jetzt ist Schluss. Jetzt guck mal auf deine Mods und Waffen und Heilungsgegenstände und such dir mal einen anständigen Crafting-Table und so. Apropos Crafting-Table. Ich finde in dem Spiel keine Rezepte. Und ich habe irgendwie noch keinen Code. Ist das hier nicht die Ackerlandregion? Nee. Das oben ist die Ackerlandregion. Hier ist die Hauptmission. Ah, da wo ich jetzt bin, kann ich gar keine Codes für den Bunker finden. Ich habe mich schon gewundert. Na dann. Schleichen ist ja nicht gerade offensiv. Also, Schleichen heißt für mich schon auch alle umbringen. Insofern ist es schon irgendwie offensiv. Oder außer Gefecht setzen zumindest. Also auch wenn ich schleiche, bin ich der Eindringling, der alle außer Gefecht setzt. Das zähle ich schon unter Offensiv. Aber das ist die Ansichtssache, glaube ich. Nee, Taxi-Mission habe ich noch nicht gemacht. Aber das klingt cool. Ja, wie schon bei den Witcher-Spielen sind halt natürlich vor allem die Dialoge einfach wirklich super geschrieben und einfach auf sehr hohem Niveau. Das ist halt wirklich besser als in fast jedem anderen Spiel eigentlich. Gerade bei so großen Spielen ist das halt eigentlich bei weitem nicht so gut. Leider. Leider, leider. Ein Hund? Ist da nur ein einsames Hündchen? Sind das die Trümmer von dem, den ich vorher besiegt habe? Könnte schon sein, ne? Bin mir nicht sicher. Naja, einfaches einsames Hündchen besiegt. Ich meine, die von Delamain, die dürfte dir echt gefallen, weil die so ein paar philosophische Fragen aufwirft, was KI betrifft. Es gibt einen netten Gastauftritt. Ah, nee, das sagt mir jetzt, glaube ich, nichts. Also, das glaube ich, da war ich noch nicht. War ich das etwa? War ich hier schon mal? Ich glaube nicht, dass da ist noch Loot in denen drin. Nehmen wir mal mit. Ja, dam, 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 dam. Ich hätte auf den Hauptstraßen bleiben sollen. Hast du eigentlich Kojima entdeckt? Nee, ist der ein Easter Egg irgendwo? Habe ich, glaube ich, noch nicht gesehen. Ich habe eine. Ich habe eine Half-Life 3-Anspielung entdeckt, die ziemlich cool ist. Und. Was war noch? Noch zwei, drei andere Easter Eggs, wo ich mir gedacht habe, haha, lol. Aber ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Was war denn das noch? Gibt's doch nicht. Das war doch erst vorgestern.
In der Arasaka-Mission? Ne, das ist anscheinend an mir vorbeigegangen. Keine Ahnung. Das gefällt mir auch irgendwie vom Setting her einfach echt gut. Ich mag das total. In diesem klassischen Cyberpunk ist ja Japan immer eine sehr dominierende Kultur. Und dass da eben auch so in Cyberpunk 2077 so japanische Dynastien und so Ehre und Kodex und so wichtig sind, sowas mag ich immer. Im Grunde ist das halt wirklich so ein Samurai-Film-Spiel. So ein bisschen auch. Das finde ich immer sympathisch. Na komm, hoch mit dir. Oder ist hier eine unsichtbare Wand? Sollen wir hier nicht hoch? Doch. Ich glaube, ich bin komplett falsch. Ich weiß gar nicht, wo ich hingeradelt bin, ehrlich gesagt. Warte mal, jetzt bin ich aber verwirrt. Ich muss irgendwie schon auf den Berg, aber auf einen anderen Berg. Nehmen wir mal den Weg. Das sieht gut aus. Aha, nee. Ich glaube, das ist wirklich an mir vorbeigegangen. Oh, absteigen und schon wurde ich entdeckt. Schnell. Wenn das Wechseln der Waffen und dann das Ziehen des Fernglases nicht so lächerlich lang dauern würde, wäre es mir auch lieber. So, stillhalten, gehackter Freund. Danke. Danke für deine Hilfe, gehackter Freund. Auto-Heal wäre auch was Schönes für das Spiel. Nur so ein bisschen. So außerhalb der Kämpfe. Aber ich heile mich jetzt nicht. Dadurch, dass man eh nichts verliert, wenn man stirbt, blute ich jetzt ein bisschen, sammle ich ein bisschen. Ich meine, neben meinem privaten Playthrough mache ich ja auch für die Patreon-Videos, die schon längst überfällig sind diese Woche. Aber wie gesagt, ich komme echt nicht hinterher gerade. Deswegen tut mir leid. Ich arbeite dran. Aber auf jeden Fall, genau, spiele ich das Spiel eh zweimal durch. Mehr oder weniger. Ich habe das erst mit einer Nomadin angefangen, habe dann quasi im Stream einen Corporation-Kerl gemacht und habe jetzt aber nochmal die dritte Origin-Story angefangen und bei der spiele ich jetzt auch weiter. Ich finde zwar die Nomadin eigentlich, also den Nomaden-Anfang schon cool, eigentlich fast am coolsten von allen, aber ich finde so von den Dialogoptionen, die ich habe, mag ich dieses Straßenkind Origin ganz gerne, weil dadurch die Figur so in dieser Welt schon verankert ist und sich auskennt und so weiter. Die ist halt so streetwise. Das gefällt mir. Weil dadurch habe ich Dialogoptionen, die mir als Spieler die Welt ein bisschen erklären. Das finde ich ganz clever. Oh, wo kommst denn du her? Auf einmal steht der vor mir. Mein Gott, bin ich tot. Vielleicht nehme ich doch schnell eine Heilung. Ein kleiner Snack. Oder auch mehrere. Komm, heilen wir uns einmal. Hilft ja nichts. Wenn das so wird wie die Burg hier hoch, dann haben wir echt ein Problem. Mein Gott, war die Burg krass. Wer macht nochmal die Fallout-Serie? Die Realverfilmungsserie? Keine Ahnung, ehrlich gesagt.
Das weiß ich nicht. Da habe ich mich überhaupt nicht damit auseinandergesetzt. Ist die überhaupt schon wirklich in trockenen Tüchern? Da weiß ich jetzt echt nicht, leider. Die Resident Evil Serie. Und die Nathan Drake Serie. Habe ich da eher im Kopf. Aber selbst da könnte ich dir nicht sagen, wer es macht. Also doch, die Resident Evil Serie macht ja Konstantin Films, glaube ich, ne? Die auch die Filme machen. Deswegen sind ja viele besorgt. Ich auch. Ist das Konstantin Film? Die Filme machen halt auch. Ach, das war der geheime Vorrat hier. Wir sind fertig. Ja, dann auf zum nächsten. Hier ist auch gebäudetechnisch gar nichts los. Ich müsste mal wieder in eine Stadt oder so. Hier am Hafen, da gäbe es wahrscheinlich auch mehr Loot. Ich radel halt die ganze Zeit durch den Wald und wundere mich, warum ich nichts Ordentliches finde. Aber im Wald ist halt höchstens gut Kirschen essen oder eher gut Brombeeren essen. Aber sonst findet man nicht viel. Logischerweise. Außer ich fange bald an, die Roboter mit Stock und Stein zu bekämpfen. So ist das. Amazon Prime macht die. Naja, ich bin gespannt. Amazon Prime hat bewiesen, dass die durchaus auch in der Lage sind, gute Serien zu machen. Wie man an The Boys sieht. Aber die haben auch eine Historie, also ganz schön viel Shit zu produzieren. Nein, ich mag viele Serien auf Amazon Prime, aber oft merkt man den Serien an, dass die echt nicht viel Budget haben und ziemlich cheesy sind. Aber genau, stimmt. Ja, genau, die Produzenten von Westworld. Ja, jetzt wo du sagst, natürlich. Ich habe Westworld nie gesehen, aber Lestworld hat ja einen sehr guten Leumund. Die wollte ich schon lange mal gucken. Da hast du recht, stimmt. Habe ich ganz vergessen. Ja, das könnte vielleicht sogar dann was werden. Da haben sich zumindest fähige Autoren anscheinend gefunden. Naja. Stimmt. Jetzt kommt alles zurück. Ha ha ha.